Hallo Leute und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2 Online diesmal. Ich versuche jetzt nochmal aufzunehmen, ich hoffe die Aufnahme wird nicht komplett scheiße, also von der Qualität her. Ansonsten tut es mir leid, Red Dead ist halt ein sehr anspruchsvolles Spiel und ja, auf jeden Fall werden wir heute, wir reiten hier mal zu Joe und holen uns mal eine Blutgeldmission. Die werden wir nämlich heute mal spielen in dem Video, ich habe die schon mehrmals in dem Stream gespielt und genau das ist jetzt der Plan und das ist das, was wir jetzt machen und damit fangen wir jetzt an. So Leute. Wir sind jetzt hier bei Joe, seiner Hütte. Zack, wir bremsen hier mal ab, steigen ab und gehen mal rein. Wir machen mal die brennende Luft. Ich glaube, das ist etwas Neues. You're getting to be capable, my friend. That's dangerous. Might start getting ideas. Ideas like you don't need old Joe no more. Might well cut him out. Cut him up, huh? Well, let's see how capable you really are. There's a wagon. Shipping dynamite, going up to Bacchus Station. Crew's been moving some of your capitale too. You don't blow yourself up, you'll get a good price for it. Little reminder, how you can't be doing without Joe anytime soon. Okay, wenn er meint, machen wir das natürlich. Ich hoffe nicht, dass wir uns in die Luft sprengen, weil das wäre etwas unangenehm. So, die brennende Lunte. Ach so, Lunte. Ich habe... Das ist wahrscheinlich auch bei der Mission so, ne? Die brennende Lunte, aber ich habe einfach Luft gelesen. Ah, alles klar, Digga. Eine Dynamitlieferung. Wir müssen die stehlen und zum Ziel auch bringen. Ah, das ist diese Mission. Ich glaube, die haben wir auch schon mal in einem Stream gemacht. Ich habe hier eine Sniper. Ich werde mal versuchen, ein bisschen zu snipen, weil ich glaube nicht, dass wir uns da so gut annähern können, um zum Messer. Oder klappt das? Ich habe die Übersicht leider nicht so ganz. Ansonsten könnten wir das natürlich... Was stand da oben gerade? Irgendwas wegen Anzahl der Gegner und bla... Aber bestimmt nicht so wichtig. Gewöhnten den hier versuchen zu holen. Oh, scheiße. Fuck. Die haben es doch gemerkt. Okay, schnell weg. Schnell weg hier hinter einen Stein. Ja, das ist natürlich stupid gewesen. So, einer weniger. Okay, ich brauche keinen Revolver. Da kommen zu viele. Aber wir nehmen natürlich den coolen Revolver. Den Flint. Oh, scheiße. So. Hä, ist da nicht einer um den Stein rumgerannt? Bin so verwirrt. Hier ist nichts zum Spaßen jetzt. Scheiße, da war der komplett daneben. Oh Gott, Alter. Okay, die Flinte ist doch nicht so geil irgendwie gerade. Scheiße. Erstmal nachladen. Nein! Oh, lol, Alter. Wieso muss auch immer nachladen, Alter? So, ganz ehrlich. Komplettes Chaos, Alter. Aber wir haben es geschafft. Auch, ja, schlecht als recht, aber wir haben es geschafft und wir haben überlebt. Stimmt, warte mal, wir müssen hier noch kurz ein bisschen durchsuchen, weil er hatte irgendwas gelabert von... Kapitalis. Und diese Chance lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Weiß aber nicht, ob wir da rein müssen oder so viel. Oder ob vielleicht irgendjemand irgendwas dabei hatte. Wir gucken mal ganz kurz. Sonst sind wir dann schnell weg. Nee, ich glaube, da hat niemand irgendwas. Scheiß mal drauf. Ja, ich könnte die theoretisch plündern, aber eigentlich würden die ja gelb leuchten, wenn sie Kapitalis hätten. Aber ja, scheiß drauf. So, wir wenden hier mal ganz kurz. Easy. Der Wagen ist mit Dynamit beladen. Rüstungslos oder gegen Objekte zu fahren, beschädigt die Ware. Okay. Den Wagen. Lol. Lesen ist nicht so meine Stärke. Jaha, na. Alter, oh Gott, was macht der denn? So ein Spastik. Okay, der Wagen hat schon, man sieht es oben, das Blaue, er hat schon ein bisschen Schaden genommen. Ich weiß actually nicht von was, aber. Naja. Ist egal, wir müssen den eigentlich nur halt zum Zielort bringen. Und ich glaube, da vorne bald mal gibt es eine enge Kurve. Das sollten wir da ein bisschen abbremsen. Nicht, dass wir da volle Kanne irgendwie rüberfahren und dann geht alles. Kaputt. Oh ne. Wäre es hier vielleicht schlau vom Wagen zu. Ja, guck hier. Oh Gott. Ja, doch, geht, geht. Wäre es hier vielleicht schlau vom Wagen. Oh Gott. Okay, ich habe gehittet. Vielleicht schlauer vom Wagen zu gehen, ne, wenn die schießen, weil wenn die so plötzlich so ein Fass treffen, bin ich grilliert, sag ich mal. Okay, der Wagen hat aber wieder Schaden genommen. Hä? Aber wieso? Und dann nimmt er standardmäßig immer ein bisschen Schaden, weil halt wegen Gebrauchsspuren und so. Leichte Gebrauchsspuren auf jeden Fall. Oh Gott, tut mir leid. Bruder, jetzt verreckt doch, danke. Ja, rückwärts, Rückwärtsgang. Bruder, der Wagen ist schon zur Hälfte kaputt. Hä, ich habe nichts irgendwie umgefahren. Aber der Wagen ist trotzdem am Arsch. Kommt schon, Leute. Danke. Guck, er nimmt die ganze Zeit Schaden. Hä? Verstehe es eigentlich actually überhaupt nicht. Jetzt hier rüber. Oh Gott, das war ein bisschen enge Kurve, aber egal. Ist ja alles noch gut gegangen. Was ist das da eigentlich? Sieht übel komisch aus. Da rauchen. Hä? Was ist da Rauch? Egal, ist eigentlich jetzt nicht unser. Unsere Sache. Gehen jetzt hier auf chillig. Ja, hier durch. Oh, okay, den Wagen muss hier hin.
Ah, okay. Chillig. Mission abgeschlossen. Die brennende Lunte. Okay, keine Cutscene. Schade. 0,1 Gold, 220 XP und 16,87 Dollar haben wir bekommen. Ich will noch kurz gucken, was es mit diesen Löchern auf sich hat. Ansonsten wäre es das gewesen mit dem Video, weil... Ja, ich dachte, wir machen immer so eine Mission. Dann ist das, glaube ich, ganz chillig. Muss mich jetzt aber kurz... Oh Gott, hier sind... Oh, Alter, fast noch überfahren worden. Ich muss kurz gucken, wo diese Löcher sind, weil eigentlich würde mich das doch noch kurz interessieren, was da denn so Sache ist. Weil ich meine, die sahen übel sass aus. Aber, und? Ja, hi, ne? Was ist denn jetzt los? Müssen wir ihm folgen? Ich glaube, oder? Ja, Hundi. What's poppin', bro? Ja, setz mal honestly, was ist los? Oh Gott, ich hätte ihn fast überritten. Ja, was ist mit dir? Hä? Da ist was. Schatulle? Was ist das denn? Abschnitt? Oh. Ah, wir können jetzt Sammler werden. Okay, chillig. Warte mal. Ist hier ein Sammler in der Nähe? Hier in Wellington? Nee. Oh, ups. Hä, wo ist denn hier ein Sammler? Oder ich müsste bis hier nach unten. Willst du mich am Arschen? Chillige Route. Ich denke, das werden wir in einem anderen Video mal machen, weil... Alter, das geht ja übel lange. Gibt es nicht noch einen anderen irgendwo auf der Map? Nee, also scheinbar wirklich nur hier. In der Nähe von Tumbleweed in Near Austin. Crazy, Alter. Crazy. Naja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, mal. Lasst ein Like und dann würde ich sagen, was mit dieser Folge Red Dead Redemption 2 online. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.